So, guten Morgen. Also, glaube es 10 nach, wir können anfangen. Womit fangen wir an? Schauen wir erst einmal auf, wo wir das letzte Mal stehen geblieben ist. Ich habe gesehen, Sie haben, die meisten von Ihnen scheinen eine Hausaufgabe abgegeben zu haben. Ich habe eine relativ große Menge Abgaben gesehen. Das ist schön. Und ich habe die mal durchgeklickt. Bei den meisten scheint irgendwie ein richtiger Plot rausgekommen zu sein. Wer hatte denn keine Probleme mit der Hausaufgabe und hat sie schön machen können? Und wer hat noch Fragen zur Hausaufgabe oder hat es irgendwie nicht hingekriegt? Wo hing es bei Ihnen? Ach so, gut, das ist eine andere Sache. Okay, dann, ich glaube, ich zeige Ihnen mal schnell, wie es, schauen wir mal schnell einfach durch, was wir hier am Schluss hatten. Aber allzu viel ist darüber, glaube ich, dann nicht mehr zu sagen. Also, ich hatte Ihnen ja hier gesagt, Sie sollen mit diesem Histogramm ein bisschen rumexperimentieren, was Sie, glaube ich, alle schnell gemerkt haben. Wenn man das Facet Grid weglässt, dann werden natürlich diese beiden Histogramme zu einem Histogramm vereinigt, wo dann Männer und Frauen zusammengesetzt sind. Wenn wir das Facet Grid wieder reintun, dann kriegen wir das wieder aufgeteilt. Das diente nur dazu, Sie daran zu erinnern, dass es dieses Facet Grid gibt, was es uns ermöglicht, Daten aufzuspalten in zwei Hälften. Und dieses Konzept, dass man eine Tabelle nehmen kann und in zwei Gruppen aufspalten, die werden wir heute gleich nochmal begegnen, und zwar, wenn wir summarisieren. Das also als Vorschau, was wir heute machen. Hier haben wir nämlich die Zeilen in zwei Gruppen aufgeteilt, in die Männer und Frauen, und für jede der beiden Gruppen getrennt ein Histogramm gemalt. Und was wir heute machen wollen, ist, dass wir getrennt Statistiken berechnen, zum Beispiel getrennt den Mittelwert für alle Männer und für alle Frauen, allerdings das gemütlich zusammengesetzt. Wenn Sie das im Plot machen wollen, machen Sie es mit Facet Grid. Wenn Sie das mit für eine Rechnung machen wollen, benutzen Sie das Group By, was wir heute lernen werden. So, was haben wir noch hier gesehen? Mit den Bins hatten wir ein bisschen experimentiert. Wenn Sie die Hausaufgabe gemacht haben, haben Sie das alle sicherlich gesehen, was passiert. Wenn Sie die Bins sehr eng setzen, dann wird das ganze Histogramm irgendwie so ganz igelig, mit ganz vielen Zacken, weil zufällig mal ein Bin ganz viele hat und der Bin daneben hat ganz wenige. Und auf die Weise wird die Sache ganz rau und unglatt. Und wenn Sie dagegen zu wenige Bins machen, dann verlieren Sie die Auflösung. Dann können Sie nicht mehr so recht erkennen, wo denn der Mittelwert ist, weil die Bins zu breit sind. Das heißt, bei Histogrammen ist es ganz entscheidend, sich zu überlegen, wie breit macht man seine Bins. Und je mehr Daten man hat, desto schmaler kann man die Bins machen, damit am Schluss dann jedes Bin immer noch so 10, 20 Elemente hat, Datenpunkte hat, dass man das zählen kann. Was Sie sich auch jetzt schon mal gleich für unsere nächste, für unsere heutige Stunde merken können, weil das werden wir gleich nochmal brauchen, ist, schauen Sie sich mal an, wie so ein Histogramm intern funktioniert. Wir gehen rein mit einer Liste von X-Werten, und was das Histogramm dann gemacht hat, ist, es hat sich den kleinsten X-Wert genommen, in dem Fall hier jetzt 15, und den größten X-Wert, in dem Fall, ich glaube, 95, und hat den Bereich von 15 bis 95 in 30 gleich große Teile aufgeteilt. Oder hier habe ich sogar explizit angegeben und habe gesagt, ich möchte den Bereich von 15 bis 80 in 5er Schritten aufteilen. Und jedes dieser 5er Schritte, dieser Bins, ist jetzt ein Bereich, und wir nehmen die ganzen Daten und sortieren sie in diese Bin rein. Wir haben also zum Beispiel ein BMI, der ist 26,7, und da sagen wir, der kommt jetzt in den Bereich 20 bis 25. Und diese Art und Weise, das nennt man Diskretisieren. Wir haben kontinuierliche Zahlen, die so ganz kontinuierlich mit Nachkommastellen variieren können. Und wir runden die so, dass wir sagen, statt uns genau zu sagen, das ist 27,5, sagen wir, das kommt in den Eimer. Bin, für die, die es vergessen haben, ist Englisch einfach für Eimer. In den Eimer, der mit 20 bis 25 beschriftet hat. Und in dem Sinn ist jedes Bin ein Eimer, das beschriftet ist mit einem Wertebereich von 20 bis 25, von 25 bis 30. Und wir schmeißen einfach die Werte, sortieren wir in die Eimer und nachher zählen wir, wie viel Werte in jedem Eimer gelandet sind, und so malen wir unser Histogramm. Das ist das, was da intern passiert. Und dieses Konzept, dass man Zahlen diskretisieren will, das werden wir relativ häufig sehen in der Statistik.
Was hat man noch in den Hausaufgaben besprochen? Die Non-Finite Values, das haben Sie vielleicht auch bemerkt, das werden wir uns heute auch gleich nochmal anschauen, dass ein paar der Probanden haben ihre Körpergröße nicht angegeben oder vielleicht wurde die Körpergröße einfach aus irgendwelchen Gründen nicht aufgezeichnet und da steht dann NA für Not Available, da haben wir schon mal drüber geredet. Und die kann man natürlich nicht in die Bins einsortieren, deshalb warnt uns R, dass es diese Werte einfach rausgeschmissen hat. Dann haben wir hier dieses Streudiagramm uns für die Hausaufgabe angeschaut. Da hatte ich Ihnen ein solches und ein solches gezeigt und ich glaube, das haben Sie alle schön hingekriegt, dass Sie das Streudiagramm einmal so, wie wir es das letzte Mal gemacht haben, mit G und Point gemacht haben, einfach die Population auf die X-Achse und die Anzahl der Fälle pro 100.000 auf die Y-Achse. Und dann habe ich Ihnen ja hier gezeigt, wie man so verschiedene Zusatzpunkte hinzufügen kann, wie eine Achsenbeschriftung oder einen Titel oder die Achse logarithmisch machen kann und Ähnliches. Der wesentliche Zweck von dieser Übung war, dass Sie sehen, dass man so einen Plot immer erst einmal grob anfängt. Man macht sich erst einmal einfach irgendwie einen Plot und dann verschönert man, indem man immer irgendwie Plusteile hinzuhängt. Und da gibt es hier diesen schönen diese schöne Webseite, die ggplot Graphics Gallery, hier, oder die rGraph Gallery, da finden Sie ganz viele Beispiele von Plots, die Sie verschiedenster Weise sind, und das ist immer der Code angegeben, und wenn Sie also mal irgendeinen komplizierten Plot brauchen oder irgendwie in einem Paper einen interessanten Plot sehen und sagen, so möchte ich meine Daten auch plotten, dann können Sie hier zum Beispiel einfach suchen, was gibt es denn so alles, und schauen, ob da was dabei ist, was zu Ihren Daten passt, und sich dann den Beispielcode anschauen. Hier haben wir die Scatterplots, die wir gerade gesehen haben, und da zeigt es Ihnen eben auch so Beispiele, wo Sie dann sehen, was Sie sonst noch alles einstellen können. Verschiedene Farben, verschiedene Größen, vielleicht hier so ein Histogramm außenrum und verschiedenes andere. Das andere ist, häufig will man die Sache einfach mit Google finden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will hier die Achsenbeschriftung ändern, so wie ich das hier gemacht habe, dass ich hier Population abgeändert habe auf Einwohner. Ich kann das natürlich machen, indem ich die Spalte in meiner Tabelle umbenenne. Ich kann allerdings auch mir überlegen, wie setze ich denn die X-Achse? Hier habe ich es angegeben, da steht jetzt X-Lab-Beschriftung. Aber vielleicht wissen Sie das nicht und dann empfiehlt es sich einfach zu googeln. X-ggplot change axis label. Sowas zum Beispiel. Und wichtig ist, dass Sie immer das Wort ggplot in Ihre Google-Suche suchen, nachdem ich hatte Ihnen das letzte Mal erzählt, es gibt in R eine Reihe verschiedener Arten, wie Sie plotten. Base R, Lattice, und dann gibt es eben ggplot, ist die Plotting-Funktion, die wir jetzt verwenden. Und wenn Sie wissen, wenn Sie das nicht dazu schreiben, kriegen Sie irgendein Ergebnis, das nicht zu ggplot passt. Und hier sehen Sie, also wenn ich jetzt da draufklicke, kriege ich also hier Beispiele, die uns das zeigen. Es gibt auch das ggplot-Buch. Dieses hier, das können Sie kaufen oder Sie können es auch einfach hier online lesen und da finden Sie einfach zu jeder Art von Plot ein Kapitel, in dem alle Details erklärt sind. Da kann man auch sehr schön nachschauen, wie man jetzt irgendwas ändert, hinzufügt oder Ähnliches. Es gibt natürlich auch die Online-Hilfe, aber die ist bei ggplot irgendwie notorisch schwierig zu lesen. Also man findet es meistens schneller, wenn man googelt oder wenn man eben in diesem Buch hier nachschlägt. So, was wollte ich Ihnen jetzt für heute zeigen? Kleinigkeit kann man sich hier noch anschauen. Die X-Achse habe ich Ihnen ja gesagt, dass man die logarithmisch machen kann. Und hier sehen Sie dann auch den Effekt, dass sich vorher ballt sich alles hier ganz links zusammen und die ganzen kleinen Staaten in den USA sitzen alle hier in einem Flop und hier die ganze rechte Hälfte des Plots ist verbraucht für nur 4 Punkte für die 4 größten US-Staaten. Und wenn ich das eben jetzt logarithmisch mache, 1 Million, 3 Millionen, 10 Millionen, 30 Millionen, dann verteilt sich das ein bisschen besser. Das ist ein Grund, warum man eine logarithmische Achse machen kann, einfach um Daten zu sehen, die sich besser verteilen, wenn sie logarithmisch verteilt sind. Und diese Größe ist ja gerade ein typisches Beispiel für was logarithmisch verteilt ist. Es gibt genauso viele US-Staaten mit so um die 1 Million Einwohner, wie es US-Staaten mit um die 10 Millionen Einwohner gibt. Dann können wir natürlich auch, wenn wir jetzt mal von der ganzen R-Geschichte weggehen und uns mal mit Statistik beschäftigen, was fällt einem denn hier als erstes auf? Das erste, was mir aufgefallen ist, ist dieser Punkt hier oben.
Ist irgendjemandem das aufgefallen, dass hier ein Punkt da oben ist, der irgendwie viel, viel mehr höhere Mordrate hat als alle anderen? Wer hat das bemerkt? Genau. Also, wenn wir so einen Plot machen, wir wollen den natürlich anschauen. Das Erste, was wir schauen, sind Ausreißer oder Englisch Outliers. Also Werte, die irgendwie völlig außerhalb von dem sind, was wir für die anderen sehen. Und hier sehen wir, DC hat also 17 Morde pro 100.000 Einwohner, was viel, viel mehr ist als das zweithöchste, Louisiana mit 9, und auch das ist schon hoch, und die meisten sitzen irgendwie unter 5. Und an der Stelle sollte man sich als Erstes fragen, sind vielleicht meine Daten falsch? Fehlt da vielleicht ein Komma? Vielleicht ist es nicht 17, sondern nur 1,7 und irgendjemand hat sich vertippt. Sie kennen alle bestimmt die berühmte Geschichte vom Spinat, von dem jahrzehntelang alle geglaubt haben, der sei so gesund, weil er so hohen Eisengehalt hatte, bis irgendjemand mal nachgeschaut hat und festgestellt hat, irgendjemand hat den Eisengehalt von lauter Gemüse gemessen in den 20er Jahren und hat beim Abtippen der Tabelle ein Komma verschoben. Und in Wirklichkeit hat Spinat nicht mehr Eisen als die anderen. Also das kommt häufig vor, dass man sich um so einen Faktor 10 verändert. Hier in dem Fall, ich habe es nachgeschlagen, die Tatsache, dass DC so eine hohe Crime-Rate hat, ist vielen aufgefallen, ist anscheinend etwas, was in der US-Politik seit Jahrzehnten diskutiert wird, warum Washington DC so ein schlechter Zustand ist. Aber was man auch sagen muss, ist, es gibt natürlich einen entscheidenden Unterschied zwischen diesem Datenpunkt und allen anderen. Alle diese Datenpunkte sind Staaten, die sowohl Städte haben wie auch ländliche Gebiete. Und dieser Datenpunkt ist eine einzelne Stadt. Das heißt, hier sehen wir eine wichtige Sache, dass wir bei der Statistik uns immer daran erinnern müssen, dass wir Gleiches mit Gleichem verteilen. Und Washington DC ist nun mal eine Stadt und alles andere sind Staaten. Dass DC da aufgerichtet ist, wissen Sie vielleicht, weil DC eben nicht als Teil eines Staates gilt, sondern als ein eigenes Bundesterritorium. Und dass Großstädte eine höhere Kriminalitätsrate haben als Gebiete auf dem flachen Land, ist logisch und nachvollziehbar. Und ich habe es da mal nachgelesen und habe gesehen, andere Großstädte in den USA haben teilweise noch sehr viel höhere Kriminalitätsraten. Und von daher unter den Großstädten liegt DC im Mittelfeld. Aber das war also jetzt bloß, damit wir vor lauter, gut, jetzt die erste Hälfte unserer Vorlesung lernen wir R, aber vor lauter R wollen wir nicht vergessen, auch Statistik zu machen und Datenanalyse. Und dazu gehört natürlich, die Plots nicht nur zu machen, sondern sie auch anzuschauen, sich zu überlegen, was lernen wir daraus. So, jetzt weiter zu hier, was wir heute machen wollen. Und was ich heute mit Ihnen betrachten möchte, ist Summarisieren, Mittelwerte bestimmen. Und da mache ich jetzt mal schnell mein R auf und fange einfach nochmal von vorne hier mit einem R-Studio an. Control, Shift, schauen, ob ich das hier ein bisschen größer machen kann. Nee. View, Moment, ich zoome schnell rein. Ich habe nämlich jetzt auf einen neuen Computer umgestellt, deshalb ist da alles noch nicht richtig eingestellt. Wo ist denn hier der Zoom? View, Zoom in. So, jetzt kann ich das auch lesen. Okay, ich lade wieder Tidyverse. Vergessen Sie das nicht. Wenn wir das nicht machen, dann funktionieren die ganzen ggplot und tibble und mutate und so weiter Befehle nicht mehr. Halt. Und dann lade ich meine Enhance-Tabelle. Sie erinnern sich, bei mir ist die in tilde slash download slash enhance. Bei Ihnen ist sie wahrscheinlich anders. Wo? Wenn ich die lade, bekomme ich die hier. Ich weise die wieder so, wie wir das immer gemacht haben, einer Variable hinzu, dass das hier steht. Und was ich jetzt heute als Erstes machen möchte, ist, dass ich die, dass ich den Mittelwert aller, dass ich den, die mittlere Größe aller Männer und aller Frauen bestimme. Dazu müssen wir der Reihe nach drei Sachen machen. Wir müssen unsere Tabelle nehmen, müssen sie runterfiltern auf nur die Männer und dann den Mittelwert der Tabelle Heights machen. Um sie nur auf die Männer zu filtern, müssen wir darauf filtern, dass wir nur die Erwachsenen bekommen. Denn wenn wir in den Mittelwert die Kinder mit einschließen, bekommen wir nichts Vernünftiges raus. Das heißt, wir filtern auf Alter größer gleich 18 und dann filtern wir noch auf nur Männer und dann schauen wir uns die Tabelle, die Spalte Height an und versuchen darauf die Mean-Funktion anzuwenden. Das probieren Sie jetzt mal alle bitte selber, dass Sie also jetzt bestimme Mittelwert der Körpergröße der erwachsenen Männer. Würde ich jetzt hier schreiben.
Größe der erwachsenen Männer. Und Sie sehen schon, in der Sache ist implizit zwei Filteraufgaben. Filtern Sie auf die Erwachsenen, filtern Sie auf die Männer und dann versuchen Sie, den Mittelwert zu bestimmen. Und beim Mittelwert bestimmen werden Sie auf zwei Probleme stoßen. Wundern Sie sich also nicht, wenn es nicht auf Anhieb funktioniert, wie wir die beiden Probleme lösen. Schauen wir es gleich an. Aber jetzt können Sie das mal probieren. Da fällt mir ein, ich kann Ihnen noch vorstellen, die Leoni, die jetzt hier als Tutorin mit dabei ist. Eugenie kennen Sie ja schon alle. Und dann die beiden und ich werden Ihnen das jetzt helfen. Also melden Sie sich, wenn es nicht klappt. Und dann schauen wir mal, ob das alles bei Ihnen klappt. Wer hat die Tabelle schon geladen? Gut. Bei wem klappt es laden nicht? Okay, scheint bei allen zu klappen. Ah ja, und im Scriptspicken gilt natürlich nicht. Weil ich habe es ja schon hochgeladen. Da sehen Sie es natürlich, wie es geht, aber probieren Sie es erstmal ohne. Ah, nee, du hast hier ein Plus, du musst hier das. Genau. Ja. Ich bin im Chat-Talk nicht an, also ich habe halt einen neuen Akku. Aha. Und jetzt will der gar nicht angehen. Ist blöd. Leuchtet irgendwas an der Seite? Ja, das müsste, also es ging auch. Ich habe zu Hause probiert. Haben Sie Ihr Ladekabel dabei? Ja. Ja, können es versuchen einzustecken, aber sonst müssen Sie bei jemand anderem reinschauen. So, wie sieht es bei Ihnen aus? Okay, also ich glaube, die meisten haben die Tabelle, haben sie entweder sich erinnert oder haben gefunden, wie wir es letzte Mal gemacht haben im Skript vom letzten Mal. Also machen wir an der Stelle mal weiter. So, wir fangen an. Ich habe ja hier die Tabelle in diese Enhance geschrieben. Jetzt nehme ich mir nochmal mein Enhance hier. Ich drücke einfach Steuerung Enter. Jetzt erscheint es hier. Jetzt kommt mein Pipe-Symbol, Prozent, Pfeil, Prozent, wie immer. Und dann mache ich einen Filter. Und in den Filter schreibe ich jetzt erst einmal hinein, dass ich nur die Männer will. Also Gender, Double, Equal, Male. Denken Sie dran, 2 ist Gleichzeichen zum Vergleichen und das Mail in Anführungszeichen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Und ja, tatsächlich, wir haben jetzt nur noch die Männer. Dann schreibe ich jetzt hier als nächstes noch Age größer gleich 18, sodass die Kinder verschwinden. Zum Beispiel hier am Anfang haben wir einen Zweijährigen. Wenn wir das jetzt machen, dann ist er weg. Und jetzt haben wir also nur noch die Männer. So, und jetzt möchte ich von dieser Tabelle den Mittelwert aller Männer bestimmen. Und ich könnte das jetzt so machen, man könnte jetzt meinen, ich könnte jetzt da einfach dahinter schreiben, mean height. Aber das geht nicht, weil er nämlich dann fest sagt, er weiß nicht, was height ist. Was ich machen müsste, ist in mean default, height, genau, weil er hat nämlich jetzt hier mit dem Pfeil, schiebt er ja diese Tabelle da rein und dann weiß er nicht, wo er dieses Height hernehmen soll. Weil so wie wir das letzte Mal gemacht haben, also ich nenne jetzt diese Tabelle mal Enhance Adult oder Main.
Und wenn ich jetzt hier schreibe, jetzt kann ich mir natürlich diese Tabelle hier nehmen, enhance main. Und kann, wie Sie sich vielleicht erinnern, mit dem Dollarzeichen, ich habe hier ein S vergessen, mit dem Dollarzeichen kann ich jetzt die einzelnen Spalten finden und finde jetzt hier unter Height die ganzen Körpergrößen. Und Sie sehen schon, da stehen ein paar NAs drinnen. Das heißt, wenn ich jetzt hierauf kann ich jetzt Mean anwenden. Und wenn ich das mache, dann kriege ich NA als Ergebnis, weil er natürlich sagt, ich muss diese ganzen Zahlen zusammenzählen, aber ich weiß nicht, was die Summe ist, weil da fehlen ja ein paar Zahlen. Also sagt er, wenn ein paar Zahlen fehlen, weiß ich nicht, was die Summe ist und kann es auch nicht dadurch teilen. Wir können dem Mean-Befehl aber sagen, dass er alle NAs einfach überspringen soll. Also sagt man hier NARM für Remove NAs und sagt NA gleich True. Und wenn ich das mache, dann funktioniert's. So. Das ist aber immer noch irgendwie unschön, weil Sie sehen ja, ich habe jetzt hier, ich habe das nicht in meinen Tidyverse-Pipe hineinbauen können. Ich habe mein Tidyverse-Pipe hier geschrieben und dann habe ich das in eine extra Tabelle setzen müssen und die extra Tabelle habe ich jetzt dann, aus der habe ich dann das Height rausziehen können. Also diese Mean-Funktion, die funktioniert nicht in der Tidyverse-Pipeline. Wir können sie allerdings zum Funktionieren bringen, indem wir einen Adapter dran bauen. Und zwar, nehme ich mir wieder die Pipeline von vorher. Und anstatt das Ding jetzt hier abzuspeichern, pipe ich es weiter. Und schreibe jetzt hier Summarize Mean Height. Und Sie sehen, jetzt funktioniert es. Ich habe bloß mein NARM vergessen. Gleich True. So, und Sie sehen, jetzt funktioniert die Sache. Ich kriege hier einen Mittelwert, 173. Also, wir haben dieses neue Tidyverse-Verb Summarize. Sie müssen sich dieses Konzept der Tidyverse-Verben merken. Alles, was in so einer Tidyverse-Pipeline direkt ganz vorne an der Zeile stehen kann, nennen wir ein Tidyverse-Verb. Und wir haben bisher an Verben kennengelernt, haben wir Mutate, um eine neue Spalte anzuhängen, und Filter, um Zeilen rauszuschmeißen. Und jetzt lernen wir ein drittes neues Verb, Summarize. Was macht Summarize? Es nimmt die ganze Tabelle und spult die ganze Tabelle zusammen zu einer einzelnen Zeile. Das macht es, indem es eine Summarisierungsfunktion anwendet. Ich hoffe, Sie haben sich den Begriff der Summarisierungsfunktion oder Summarizing Function gemerkt. Darüber haben wir mal vorletzte Stunde gesprochen. Eine Summarizing Function ist so eine Function wie Mean. Die nimmt einen ganzen Vektor von Zahlen und schiebt die zusammen auf eine einzelne Zahl. Das nennen wir eine Summarizing Function oder manchmal nennt man es auch schlicht eine Statistik. Also der Begriff Statistik kommt eigentlich von dem sehr technischen Begriff Statistik, der meint eine Rechenvorschrift, die eine große Menge von Zahlen zu einer Zahl zusammenschiebt. Das ist die ursprüngliche Bedeutung von Statistik. Und also die bekannteste Statistik ist der Mittelwert. Aber wir haben natürlich auch noch andere Statistiken, die wir anwenden können, zum Beispiel das Maximum, das uns den größten Mittelwert gibt, oder das Minimum, das uns den oder das Minimum und andere Sachen. So. Und wann immer wir so eine Summarizing Function nehmen wollen, dann müssen wir die in ein Summarize einfügen, damit wir es in einer Pipeline verwenden können. Also das ist eine ganz wichtige Grundregel, die Sie oft brauchen, die Sie sich so als Merkregel merken müssen. Wann immer Sie eine Summarizing Function ist eine Funktion, die viele Zahlen zu einer zusammenfasst, und wann immer Sie eine Summarizing Function in einer Tidyverse Pipeline verwenden wollen, muss da ein Summarize drumherum gesetzt werden, um die eigentliche Funktion. Das hier kann ich jetzt zeige ich Ihnen noch eine kleine Art und Weise, wie ich dieses Enhance hier umändere. Und zwar geht mir dieses NARM hier auf die Nerven. Und ich kann das natürlich auch anders machen. Ich kann das als ein Filterkriterium machen, indem ich hier in den Filter reinschreibe, ich will keine NAs. Und dafür gibt es die Funktion ISNA. Die zeige ich Ihnen mal. Ich habe ja hier meine enhance adults, enhance main dollar mean, dollar height. Und Sie sehen,
da sind ganz viele, da sind ein paar NAs drinnen. Und wenn ich jetzt diese Funktion isNA drauf anwende, dann sagt mir die von jeder Zahl, ob diese Zahl NA ist oder nicht. Sehen Sie hier, jetzt steht da immer, ist es nicht NA und da, wo vorher ein NA steht, ist jetzt ein True. Und das kann ich als Filterkriterium verwenden. Zum Beispiel so, indem ich das hier einfüge und sage, ich will die Zahlen behalten, bei denen das Geschlecht Male ist, das Alter größer als 18 und der Height-Wert NA hat. Probier mal aus. Funktioniert natürlich nicht, denn jetzt behalte ich ja genau die, wo der Height-Wert fehlt. Ich will aber die behalten, wo der Height-Wert da ist. Das heißt, ich muss dieses Ding hier ins Gegenteil verkehren. Statt isNA schreibe ich Ausrufezeichen isNA. Also haben wir jetzt einen neuen Operator kennengelernt, das Ausrufezeichen. Das Ausrufezeichen ist der NOT-Operator. Der tauscht wahr und falsch aus. Das heißt, wenn ich das hier mache, dann sage ich, ich filtere alle, die nicht NA sind. Wenn ich das jetzt mache, dann kann ich jetzt hier mein Height ohne das RMNA. Also Sie sehen die zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder das NA hier mit dem NARM gleich true, dem Mean-Befehl sagen, überspringe die NAs, oder ich kann die NAs rausschmeißen, bevor ich sie dem Mean-Befehl zuführe. So. So. Und jetzt wollen wir ja eigentlich nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen haben. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Männer und Frauen zugleich. Da mache ich jetzt Folgendes, damit wir sehen, ich nehme hier diese Funktion, wie wir sie schon haben, und ich ändere sie jetzt ein bisschen ab. Und jetzt schauen Sie mal genau hin. Das Erste, was ich hier mache, ist, dass ich diesen Filter auf nur die Männer ausschließe. Jetzt habe ich die Männer und die Frauen und kriege jetzt den Mittelwert über alle Männer und Frauen. Aber ich hätte das gerne für die Männer und für die Frauen getrennt. Und jetzt kommt ein entscheidender Trick, den wir unheimlich häufig verwenden werden, deshalb müssen Sie sich den jetzt genau merken. Ich führe jetzt ein viertes Tidyverse-Verb ein, Group By. Group By macht Folgendes. Ich sage, gruppiere die Zeilen entsprechend der Gender-Spalte. In der Gender-Spalte sind zwei Werte drin, entweder Male oder Female. Das heißt, Group By bedeutet, dass die Tabelle jetzt aufgeteilt wird in zwei Teiltabellen. Die eine Teiltabelle enthält nur die Männer, die andere nur die Frauen. Und alles, was ich danach mache, Moment, ich füge das mal unter das Filter, alles, was ich danach mache, das wird dann immer nur für jede der beiden Teiltabellen getrennt gemacht. Und Sie sehen, jetzt gebe ich mit dem Mean-Befehl, kriege ich jetzt zwei Ausgaben. Eine für Male und eine für Female. Ich kann also sehen, dass die Männer im Schnitt 13 cm größer sind als die Frauen. Schauen Sie sich nochmal genau an, wie das funktioniert. Ich nehme das Enhanced. Zuerst filtere ich alle Minderjährigen raus und alle, bei denen die Größe fehlt. Und dann füge ich als nächstes das Group By hinzu. Und wenn Sie sich das jetzt anschauen, die Tabelle hat sich nicht verändert. Das Einzige, was ich verändert habe, ist, dass hier steht, dass die Zeilen in zwei Gruppen eingeteilt wurden, gemäß Gender. Und die Regel lautet, wann immer so eine Gruppierung vorliegt, werden alle danach folgenden Befehle für jede Gruppe getrennt ausgeführt. Das heißt, das Summarize wird getrennt, einmal für die Männer und einmal für die Frauen ausgeführt. Und deshalb bekommen wir jetzt zwei Ergebnisse. Und ich kann mit dem Summarize kann ich mehrere Sachen summarisieren. Ich kann da zum Beispiel auch noch hinzufügen, was ist die minimale Größe? Und was ist die maximale Größe? Und wenn ich das jetzt mache, dann sagt er mir für jede meiner beiden Gruppe das Ergebnis aller drei Summarisierungskraft. Es gibt also Männer mit einer Größe von 138 bis 189 cm. Sorry, das sind Frauen. Und bei den Männern ist der kleinste 148, der größte ist 1,98 und die mittlere Größe ist 1,73. So, die Konstruktion werden wir also jetzt unheimlich häufig brauchen, dass wir einen Block nehmen. In diesem Block, in dieser Tabelle, die Tabelle in Gruppen aufteilen mit Group By und jede Gruppe enthält dann diejenigen Zeilen, bei denen die Gruppierungsvariable einen Wert hat. Also die eine Gruppe ist alle mit Gender gleich Male und die andere ist alle mit Gender gleich Female.
Wenn wir uns jetzt unsere Tabelle nochmal anschauen, ich hatte ja immer hier noch diese Ethnicity, die ich nie dazu gezählt habe, die nehme ich jetzt auch mal dazu. Mache ich mal hier so. Kopieren nach Geschlecht und nach Ethnie. Das heißt, ich gruppiere jetzt nach zwei Sachen. Indem ich hier bei Group By neben Gender auch noch reinschreibe Ethnicity. Und was jetzt passiert ist, wenn ich es erst einmal nur bis hierhin ausführe, dass er jetzt sagt, die Tabelle wurde jetzt in 12 Gruppen eingeteilt, nämlich die Männer und Frauen, das sind zwei Gruppen, mal die 6 Ethnien, Weiße, Schwarze, Hispanics und was sie da sonst noch alles definiert haben. Also hier haben wir 6 Ethnien bei mal 2 Geschlechter, macht 12 Gruppen. Und für jede dieser 12 Gruppen wird jetzt Summarize einzeln ausgeführt. Das heißt, wir werden jetzt eine Ergebnistabelle mit 12 Zeilen erhalten. Sehen Sie hier, für Female Mexicans, Female Asians, Female Blacks, Male Mexicans, Male Asians und so weiter kriegen wir jeweils den Mittelwert, das Minimum und das Maximum. So, ich habe das Ihnen hier auch nochmal aufgeschrieben. Da können Sie doch alles nochmal in Ruhe nachlesen. Da sehen Sie also jetzt hier das Filter nach NA habe ich hier beschrieben, wo wir also gesehen haben, wir können das entweder mit NARM entfernen oder wir können es im Filter entfernen. Dann habe ich Ihnen hier das Summarize aufgeschrieben, wo wir gesehen haben, wann immer wir eine Filterfunktion in unsere Tidyverse Pipeline hineinbauen wollen, müssen wir das mit das Wort Summarize um die eigentliche Summarisierungsfunktion drumherum bauen. Wir können in Summarize nicht nur eine Summarisierungsfunktion angeben, sondern gleich mehrere. Zum Beispiel hier, wir wollen 3 Statistiken, das Mittelwert, den kleinsten Wert und die größte Wert. Und ich kann sagen, dass er dieses Summarize nicht für die ganze Tabelle auf einmal machen soll, sondern immer nur für Gruppen. Indem ich hier zum Beispiel sage, gruppiere bei Gender oder gruppiere bei Gender und Ethnie. Wenn Sie sich jetzt diese Tabelle nochmal genau anschauen, die Ergebnistabelle, sehen wir, dass wir da 2 Arten von Spalten haben. Die vorderen beiden Spalten sind Group Labels. Das sind genau die beiden, die hier bei Group By angegeben sind. Und die hinteren beiden sind Summarize Labels. Das sind genau die, die wir bei Summarize angegeben haben. Und das wird Ihnen oft passieren. Wann immer Sie Group By und Summarize verwenden, kriegen Sie danach eine Tabelle mit genau den Spalten, die Sie bei Group By und bei Summarize angegeben haben. Wenn Sie noch irgendwelche anderen Spalten haben wollen und die werden normalerweise entfernt, außer Sie geben sie explizit hier an bei Group By. So, jetzt habe ich wieder eine Aufgabe für Sie, dass Sie das mal selber probieren. Und zwar, im Moment haben wir in unseren Gruppen ja den Mittelwert berechnet. Wir können noch was viel Einfacheres machen. Wir können einfach mal zählen mit dem Wort, mit der Aufgabe N. Ich zeige es Ihnen kurz, wie das funktioniert. Ich mache jetzt hier noch eine 4. Statistik hinzu. Dann nehme ich die Funktion n. Die Funktion n zählt einfach, wie viele Zeilen in der Gruppe sind. Und weil sie einfach nur zählt, wie viele Zeilen in der Gruppe ist, brauchen wir nicht angeben, in welcher Spalte sie arbeiten soll. Deshalb steht da bloß eine leere Klammer. Wenn ich das jetzt ausführe, dann sehen Sie, steht bei jeder Gruppe auch dabei, wie viele Probanden überhaupt in der Gruppe sind. Wie viele Probanden sind in der Gruppe schwarze Frauen? Antwort 661. 667. So. Und diese Sache mit dem N, das probieren Sie jetzt mal, indem Sie das Gleiche machen, was wir schon letztes Mal probiert haben. Nur dieses Mal machen wir es eleganter. Nämlich, wir wollen durchzählen, wie viele Männer und Frauen jeweils übergewichtig sind. Und das machen wir so. Wir bauen uns zunächst einmal eine Tabelle, in der wir den BMI hinzufügen, wie wir das immer gemacht haben. Und dann machen wir uns noch eine Spalte, die angibt, ob die Leute adipös sind oder nicht. Adipös ist definiert, wenn der BMI größer ist als 30. Also versuchen Sie mal, diese Tabelle hier zu generieren. Und dann als nächstes teilen Sie diese Tabelle in 4 Gruppen ein, nämlich adipöse Frauen, adipöse Männer, nicht adipöse Frauen, nicht adipöse Männer. Und was Sie dann bekommen ist...
Ich wollte hier eigentlich das Ergebnis anzeigen und den Code ausblenden für meine Aufgabe. Also schauen Sie das nicht hier an. Ja? Okay, mache ich. So, also, das wollen wir rausbekommen. Female, male. False, true. Und das machen Sie jetzt, ohne hier zu spicken, weil ich es natürlich falsch hochgeladen habe. Wir wollen das rausbekommen, wo, wie Sie sehen, wir steht, es gibt Ctrl-Shift-Plus. Es gibt, ich mache es mal eins größer, dann sehen Sie das ein bisschen besser. Zoom, halt, View, Zoom in und nochmal View, Zoom in. Es gibt 1595 nicht-adipöse Frauen und 1216 adipöse Frauen und entsprechend bei den Männern. Also diese Tabelle wollen wir erzeugen und hier steht, wie das geht. Und diesen Code schauen Sie sich jetzt zur Übung mal nicht an, sondern versuchen, ohne da zu spicken, diesen Code selber aufzuschreiben. Und machen Sie es in zwei Schritten. Versuchen Sie erst diese Zwischentabelle zu machen und dann das andere. So, dann machen wir jetzt mal hier einen kurzen Stopp und dann können Sie das jetzt probieren. Nun, wenn Sie schon die Lösung gesehen haben, löschen Sie sie wieder und versuchen Sie es einfach nochmal neu selber zu machen. Also hier haben wir N1 größer gleich 18. Schauen Sie, Sie haben hier die Tabelle N. Haynes angegeben, aber Sie haben das jetzt doppelt. Sie schieben mit dem Pfeil, schieben Sie diese Tabelle da rein und jetzt haben Sie das zweimal N. Haynes drin. Also dieses N. Haynes hier muss raus. Ja. Das sieht ein bisschen unübersichtlich aus. Möchten Sie da noch was anderes dazu haben? Das ist schon die Hausaufgabe. Ich so, nee, soll ja bloß soll, zum soll Üben. So aussehen. Okay, das kann ja irgendwie sehr unübersichtlich. So, wie sieht es bei Ihnen aus? Ihr Laptop ist immer noch tot. Ja. Und bei Ihnen? Also probieren Sie das schrittweise. Wer hat inzwischen eine Tabelle mit der BMI-Spalte? Wem fehlt die BMI-Spalte noch? Und wer hat eine Spalte und wer hat schon die Spalte mit Obese? Also, wie weit sind Sie denn? Ja, ich wüsste jetzt gerade nicht, wenn ich das jetzt mal den jetzt Filter für das Gender oder Sie kriegen die BMI-Spalte. Was ist jetzt die nächste Aufgabe? Den Filter. Ja, jetzt fehlt Ihnen noch hier der Schritt davor. Filtern Sie auf nur Erwachsene. Ach, da steht, oh Gott, da steht ja sogar das.
ich habe hier eine BMI-Spalte, aber alle meine Zahlen da hinten sind jetzt immer gleich und irgendwie stimmt das jetzt nicht mehr so ganz. Und hier vorne steht auch ein Gerät. Wie weit sind Sie denn? Also gehen wir mal das Schritt für Schritt durch. Zeigen Sie mir mal die Tabelle bis zur BMI-Spalte. Also die Aufgabe nur bis zum dritten Punkt. Achso. Markieren Sie dazu einfach hier oben den Code bis zum dritten Punkt. Hier, oder? Ja, ich glaube, ich habe das nicht. Ich weiß nicht, wie ich das. Nee, das stimmt einiges nicht. Wo ist denn Ihr Code? Ja, das hier dann, ja. Wieso ist da ein Group-By drin? Ach, noch weiter vorne. Dann. Also, ja, also sehen Sie, fangen Sie mal von vorne an. Wir haben ja. Enhanced Filter Mail. Ja. Isnahheit. Wieso ist da ein Isnahheit? Ja gut. Machen Sie exakt das, was hier steht. Da steht, beginnen Sie mit der Enhanced Tabelle. Filtern Sie, dass nur die Erwachsenen verbleiben. Okay, ja, ich muss nur ganz ja. Genau. Also bitte versuchen Sie nicht einfach beliebig Code zu kopieren von früheren Sachen, sondern machen Sie wirklich exakt das, was auf dem Beamer steht. Sie beginnen von vorne mit der Enhanced-Tabelle. Dann kommt eine Zeile, in der Sie darauf filtern, dass wir nur die Erwachsenen haben. Dann kommt eine Zeile für den BMI und dann eine Spalte für Obese. Ich habe Leute gesehen, die da jetzt irgendein Group-By und Summarize und sonstig was hineingetan haben. Das steht da nicht. Da steht noch nichts. Das kommt erst unten. Und das ist ganz entscheidend beim Arbeiten mit dem Computer, dass man sich immer nie versucht, alles auf einmal zu machen, sondern wirklich Schritt für Schritt. Man legt sich vorher zurecht, was die Schritte sind, und dann macht man immer genau den Schritt. So. Größe 30? Das ist eigentlich egal. Es wird niemand geben, der genau 30,0000 hat. So, haben Sie es? Genau. Okay. Ja. Hier ist jetzt die BMI-Tabelle schon drin, und das wollte ich, ist der 30, also der ja. Ist ja obese, wenn man BMI über 30 hat. Aber so erkennt es mir das gerade. Na, aber schauen Sie sich mal Ihr Mutate an. Da steht ein Enhance vorne dran. Wieso steht da dieses Enhance? Das tun Sie aber, weil Sie mit dem Pfeil davor die Tabelle schon hineinschieben. Der Pfeil ersetzt das Enhance. Ja, einfach so weglassen. Ja. Bitte? Ja, dann wird es mir aber trotzdem noch nicht erspalten. Ah, das liegt da, wenn Sie hier unten schauen, da steht One More Variable. Ihr Fenster ist zu kurz. Ah, okay. Er hat das einfach weggemacht. Ja. Wenn Sie informieren möchte, dann BMI ist gleich. Probieren Sie mal. Also bis wohin geht's? Also, nicht links jetzt. Nein, das ist, Sie haben nicht alle, Sie probieren Sie nur die ersten drei Zeilen. Okay. Filter. Schauen Sie mal, ob das Filter funktioniert. So. Okay. So, jetzt probieren das BMI nochmal. Ah, schauen Sie, das ist so ein kleines Kreuzchen hier. Das zeigt meistens an, dass die Klammern nicht stimmen. Sie haben zwei Klammern auf, drei Klammern zu, wenn ich das richtig zähle. Wichtiger Tipp bei der BMI-Tabelle, achten Sie auf Ihre Klammern, dass Sie genauso viele Klammern auf wie zu haben. Bei uns kommt, wenn ich jetzt einfach so eingebe, ohne das Summarize, kommt da genau das Gleiche raus wie vorher auf. Fast das Gleiche. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass jetzt plötzlich Group By dabei steht. Sehen Sie, jetzt, hier steht jetzt 6 Gruppen. Okay. Und vorher stand das nicht. Deshalb Group By bereite die Gruppierung nur vor.
Also, wie sieht's aus? Wer hat eine BMI-Tabelle inzwischen? Und wer hat eine Obese-Spalte auch? Wem fehlt die Obese-Spalte? Schau ich mal kurz, wo es bei Ihnen hängt, und dann erzähle ich es allen. Was? Aha, aber Sie haben hier das zugewiesen, das ist eine Variable, eine Zuweisung, und dann haben Sie mit Pfeil weitergeschoben. Probieren Sie mal aus, alles auszuführen bis hierhin. Ja, das hat geklappt. Genau. Und jetzt müssen Sie dieses Ergebnis einfach weiterschieben an Mutate. Also weiterschieben mit dem Pipe-Pfeil. Okay, alle, die es noch nicht, die diese Tabelle noch nicht haben, jetzt mal zuhören, ich führe es nochmal ganz langsam vor. Erster Schritt, beginnen Sie mit der Enhance-Tabelle. Ich schreibe also hier Enhance. Drück Steuerung Enter, um zu sehen, ob ich wirklich meine Tabelle habe. Zweiter Schritt, filtern Sie, dass wir nur erwachsene Probanden haben. Ich schiebe die Enhance-Tabelle mit einem Pfeil zu Filter. Sehen Sie diesen Tax? Ein Pfeil, um das weiterzuschieben, und dann unser Filterkriterium, Age größer gleich 18. Und jetzt schauen wir, ob es funktioniert. Ja, wir haben jetzt nur noch die Dinger. Dritter Schritt, fügen Sie eine Spalte mit dem BMI hinzu. Da füge ich erst einmal, versuche ich Spalte hinzufügen, Mutate, um Spalten hinzuzufügen, BMI gleich irgendwas. Mache ich erst einmal so. Hier hatten ein paar von Ihnen hatten hier schon Probleme. Die haben also hier eingefügt, die hatten aus irgendwelchen Gründen hier noch einmal Enhance stehen. Das bringt natürlich nichts. Denn Sie schieben ja schon eine Tabelle hier hinein mit dem Pfeil. Wenn Sie eine Tabelle in das Mutate reinschreiben, können Sie nicht nochmal Enhance schreiben, sonst bekommt Mutate ja zwei Tabellen. Einmal hier die Tabelle, die wir vorher hatten, und dann noch die Tabelle, die wir hier hineingeschoben haben. Die hier. Also deshalb, so ein Tidyverse-Verb, wenn da ein Pfeil davor steht, steht da nicht nochmal eine Tabelle, sondern immer, wir schieben mit dem Tidyverse-Pfeil, mit dem Prozent größer Prozent, schieben wir immer Tabellen von einer Zeile zur nächsten. Deshalb schreiben wir nicht nochmal eine Tabelle hier rein. Das schaut einfach so aus. So, jetzt habe ich hier 17 geschrieben, einfach als Platzhalter, um erst einmal auszuprobieren, ob das klappt, dass ich eine Spalte hinzufüge. Und das hat geklappt. Ich habe eine Spalte namens BMI, die ich hier hinzugefügt habe. Und jetzt kann ich versuchen, die korrekte Formel anzugeben. Weight durch Height Quadrat. Und ich erinnere mich noch, das Height muss ich durch 100 teilen. Wichtig ist hier, dass Sie, probieren wir es mal aus. Und jetzt funktioniert das. Wichtig ist hier, dass Sie auf die Klammern achten. Sie sehen, hier gehen zwei Klammern auf und zwei Klammern zu. Was passiert, wenn ich versehentlich eine Klammer zu viel schreibe? Dann schreibt ihr hier hin, unexpected closing parenthesis. Manchmal passiert es einem auch, dass man versehentlich eine Klammer zu viel aufgemacht hat. So zum Beispiel. Sie sehen hier übrigens, wenn ich mir den Cursor hier neben einer Klammer stehen habe, dann unterlegt der mir grau die zugehörige andere Klammer. Das hilft, um zu sehen, welche Klammern zusammengehören. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann passiert Folgendes Komisches, dann kriege ich hier so ein Pluszeichen und ihr denkt sich, da fehlt noch was, das ist noch nicht fertig, weil der sieht hier, da ist mehr Klammern auf als zu und denkt sich, die Sache ist nicht fertig. Also zeige ich hier ein Plus an, das bedeutet, bitte den Befehl fertig tippen. Da drücke ich jetzt die Escape-Taste, also die Taste links oben, die ESC beschriftet ist, damit ich wieder meinen Pfeil bekomme und wieder weitermachen kann. So, jetzt entferne ich die Klammer, die hier zu viel war und bekomme jetzt meine Tabelle. So, und jetzt schauen wir, was war die letzte Angabe? Fügen Sie eine Spalte obese hinzu. Also, das gleiche wie zuvor. Mutate
obese ist gleich. Und jetzt kommt die Formel für obese. Und diese Formel lautet BMI größer 30. Halt, hier ist das Größerzeichen. Und wir kriegen also jetzt hier ein True-False. So. Also so bauen Sie das auf und Sie sehen, ich habe das wirklich Zeile für Zeile gemacht. Und ganz wichtig, nach jeder Zeile ausprobieren, ob die Zeile funktioniert. Was Anfänger häufig machen, ist, dass sie so eine Aufgabe lesen und dann auf einen Schlag diese vier Zeilen schreiben und dann funktioniert es nicht und dann weiß man nicht, wo der Fehler ist. Wenn man so schon angefangen hat, dann kann man immer noch einfach sich zwei Zeilen, zum Beispiel erste Zeile anschauen, erste beiden Zeilen, die ersten drei Zeilen und immer schauen, wie weit funktioniert es und ab wann funktioniert es nicht mehr. So, auf diese Weise haben wir jetzt unsere Spalte obese hinzugefügt. Ist das soweit jetzt jedem klar, wie das funktioniert? Und eben ganz wichtig, grundsätzliche Vorgehensweise ist, man macht sich immer erst einen Plan, so wie ich das hier hingeschrieben habe, und führt den dann durch und muss das wirklich in Einzelschritte zerteilen. Das ist die Grundessenz von Programmieren, dass man jeden Arbeitsschritt in kleine einzelne Schritte unterteilt, die man dann den Computer erklärt. So, und jetzt kommen wir also zu der nächsten Aufgabe. Wir sollen das mit Group By in vier Gruppen einteilen. Also füge ich hinzu, Group By. Und jetzt anhand welcher Kriterien will ich gruppieren? Ich will gruppieren anhand der Kriterien Gender und Obese. Und wenn ich das jetzt ausführe, scheint sich auf den ersten Blick nichts zu ändern. Es ist immer noch dieselbe Tabelle wie vorher. Aber hier steht jetzt, dass es Gruppen gibt, nämlich sechs verschiedene Gruppen. Die beiden Geschlechter und für Obese, True oder False sollten vier Gruppen sein. Wo kommen die anderen zwei Gruppen her? Das werden wir gleich sehen. So. Und jetzt möchten wir eine Summarisierung durchführen. Also schauen wir mal, wer ist so weit gekommen? Und wer hat das abschließende Summarize auch hingekriegt? Gut, schon mal relativ viele und für die anderen zeige ich das weiter. Ich pipe das also weiter in ein Summarize. Und jetzt muss ich hier einfügen, was ich summarisieren möchte. Und das Einfachste, was ich machen kann, ist, dass ich einfach sage, meine Summarisierungsoption ist nicht irgend so etwas Kompliziertes wie der Mittelwert der Spalte, sondern einfach, wie viele Zeilen sind in jeder Gruppe. Und das mache ich. Und dann sehen wir also hier, es gibt 1595 Frauen, die obese sind und 1716 Frauen, die halt andersrum, die nicht obese sind und 1716, die obese sind. Und dann gibt es noch 50 Frauen, wo wir den nicht feststellen konnten, ob die obese sind. Wahrscheinlich konnten wir das nicht feststellen, weil die Körpergröße gefehlt hat und damit die Formel hier nicht berechnet werden konnte. Und dann schleift sich das NA durch. Height ist NH, deshalb ist BMI NA und deshalb ist obese NA. Wir können einfach sagen, das ist schön und gut, das lassen wir jetzt drin. Wir könnten natürlich hier auch noch ein is NA einfügen, hier irgendwo und sagen Filter, Rufzeichen is NA, BMI. So. Und dann kommen wir auf das hier. So. Hier sehen Sie den Code nochmal. Hier habe ich Ihnen das Zeug hier besprechen wir das nächste Mal. Und was ich jetzt hier als letztes für Sie als Übungsaufgabe machen möchte, ist, dass Sie versuchen, als Hausaufgabe diesen Plot hier bitte zu konstruieren. Sie sehen, das ist für jedes Altersstufe, für die 4-Jährigen, 5-Jährigen, 6-Jährigen, 7-Jährigen und so weiter, ist das die Mittelwert der Körpergröße. Das heißt, hier müssen wir also die Tabelle gruppieren in 159 Gruppen, nämlich für Männer und Frauen jeweils Gruppen und für die Männer jeweils, ich glaube, 80 Gruppen für die Alter von 1 Jahr, 2 Jahr bis 80 Jahre alt. Und für die Frauen genauso. Und so bauen wir das dann zusammen und am Schluss kriegen Sie also dann diesen Plot hier. Und das versuchen Sie bitte mal zu Hause und dann machen wir weiter. Wichtig,
Übermorgen bin ich, blöderweise habe ich einen anderen Termin. Ich muss es nochmal auf Moodle schreiben, aber höchstwahrscheinlich fällt die Vorlesung aus. Schauen Sie nochmal morgen, ob ich auf Moodle was anderes schreibe. Aber wenn Sie nichts von mir hören, dann fällt die Vorlesung am Donnerstag aus. Und dafür machen wir ein andermal ein bisschen länger. Ich wollte eigentlich jetzt heute noch ein bisschen länger machen, aber ich sehe schon, die Anatomiestudenten wollen hier rein in den Hörsaal. Das heißt, wir müssen für die jetzt Platz machen. Was ich auch noch sagen wollte, Sie haben vielleicht jetzt gemerkt, ich versuche jetzt langsam vorzugehen, um alle mitzunehmen, die für die R neu ist. Für diejenigen von Ihnen, die schon ein bisschen Erfahrung mit R haben, ist das vielleicht ein bisschen langweilig. Das ist okay, wenn Sie jetzt dann für den Anfang nicht kommen. Aber bitte verpassen Sie nicht den Zeitpunkt, wenn wir dann mit R fertig sind und Statistik machen und es sich dann wieder lohnt, wieder mit dabei zu sein. Also, dann bis nächste Woche.